Hallo und herzlich willkommen, ich bin euer Mr. Venom 1974. Es ist wieder Zeit Konami auf dem MSX. Wir sind bei Konami Soccer. Gibt es auch unter dem Namen Konami's Football, habe ich aber noch nie gesehen. Das ist auch die Version, die ich habe. Und glaubt mir, ich habe die europäische Ball. Weiß nicht, vielleicht steht bei der japanischen was anderes, wissen wir nicht. Ich mache mal One Player. Modulbezeichnung ist RC732. So, ich kann glaube ich schon auf Skill Level 5 gehen. Ich glaube, das ist wurscht, das müsst ihr noch kennen. Das Einzige, was an diesem Spiel wirklich ganz lustig war, also die Passphysik werdet ihr gleich sehen, die ist total für den Arsch, aber das Ding hat tatsächlich schon Elfmeterschießen. Das fand ich damals richtig cool. Also, so, kann ich die Tricks noch? Ja. Genau, kurzer Feuermove ist passen. Komm. Geblockt. Da, wo der Pfeil ist, da wird hingeschossen. Level 5 heißt, wo der Computerspieler hinschießt, sehen wir gleich nicht. Was wir hier machen, ist unglaublich. Ringelpiezen anfassen. Komm. Ja, toll, wieso spiele ich den jetzt aus, weil ich ein Hornochse bin oder was? So. Angriff ist hier die beste Verteidigung. Olli KI ist bekannt für, ich nenne es mal, sehr eigenwillige Konter. Das war Notschüsschen. Es ist tatsächlich auch heute noch spielbar, wie ich jetzt gerade merke. Wobei ich nie so wirklich ein unglaublicher Fan davon war. Ich glaube, das war auch so ein Spiel, glaube ich, am ersten Tag hatte ich dann Skill Level 5 besiegt und dann war es dann auch. Weil das ist jetzt nicht unbedingt so ein Two-Player-Gigant. Was ich euch gerade zeigen wollte, das muss ich euch leider erzählen, das Ding hat tatsächlich schon Abseits. Fand ich ganz lustig. Hatten sie auch drin. Wird nur allerdings alle Jubeljahre gepfiffen, wenn ich das noch weiß. So. Es kommt. Na, und jetzt. Lass ihn gar nicht erst schießen. Ihr seht nämlich. Ich sehe da nämlich nicht, wo der hinschießt. Boah, das ist knapp. Weg, 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 weg. So. Gott. So ein bisschen Kick and Rush hier, aber nun ja. Es ist ja auch irgendwie die Japaner, was die von Fußball halten. Na komm. Das ist. Was man jetzt, glaube ich, auch sieht. Das sieht jetzt in der Version richtig schlimm aus. Das ist auch nicht das sanfte Scrolling. So. Nein, du schießt nicht aufs Tor. Gut. Zwölf Sekunden noch in der Halbzeit hier. Ich meine, es ist nicht. Auch das ist nicht technisch spannend. Also das Spiel auch nicht, aber auch das Match nicht. Aber es ist spannend. Dafür, dass ich das seit 500 Jahren nicht gespielt habe, stelle ich mich gar nicht so doof an. Und wieder, das ist der Maximallevel. So. Ihr seht auch, was sie sich geschenkt haben, ist ein Seitenwechsel. Da habe ich mich damals schon immer köstlich drüber amüsiert, weil das war natürlich schwierig, die hinzukriegen. Ah, gut. Wer hat Einwurf? Natürlich hat der Computer den Einwurf, ist klar. So sicher wie Robbenfeld. Ah, das wusste ich. Und das meine ich. Kaum ist der nur ansatzweise in der Nähe, haut er das Ding rein. Und komischerweise hat der immer den Fall da, wo er ihn haben will. Na? Na? Jetzt. Ah. Das wäre eine Chance gewesen. Ah, komm, geh an den Ball. Yes! Der Ausgleich.
Huiuiuiui. Das war mal richtig gut. Habe ich sie gar nicht weggelassen von ihrem eigenen Tor. Ja. Das Spiel fängt wieder von neu an, wie tolle Kommentatoren das immer so nennen, die ihre Phrasen runterhauen müssen. Aber das ist, das habt ihr schon bei anderen Konami-Games gesehen. Also die KI ist natürlich bevorteilt. Klar. So. Yes! Hui, 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 hui. Gut, da stand ich ziemlich mittig, das hätte ich also so an beide Seiten halten können, aber der Ball muss weg. Holla, die Waldfee. So, und weg. Na? Das meine ich nämlich. Jetzt wird's ganz dämlich, weil die Abwehr, ihr seht schon, stellt sich immer total strunzdämlich. Also hier läuft hier keiner freiwillig zum Ball, natürlich nicht. Warum auch? Ist ja wahrscheinlich in der Gewerkschaft. Das ist keine gute Position, wo ich gerade bin. Schön. Weg. Nein. Schön. Ah, es ist ein. Oh, das ist knapp. Holla die Waldfee. Jetzt kriege ich aber richtig den Hintern versohlt. Jetzt komme ich ja gar nicht aus meinem eigenen Strafraum. So. Jetzt erstmal ein Befreiungsschlag. Na komm. Den müssen wir haben. Den haben wir. Kriegt ihr doch gleich Elfmeterschießen zu sehen? Ja, wir machen Elfmeterschießen. So, Penalty Shootout Level 5 ist total bescheuert, weil jetzt achtet man drauf, wie der Fall geht. Und die Chance, dass ich nicht halte, ist relativ groß. Das wird mein zweites England. Das kriege ich nie im Leben hin. Da hält der Held alles. Ja gut, auf Mann ist nun lächerlich. So, jetzt muss ich ja so ein bisschen auf Risiko gehen. Von wegen Risiko. Keiner trifft. Schön. Genau ins Eck. So, das war der Sieg. Ja, ich schieße so wie der FC Bayern München bei Elfmeterschießen. Das wird nix. Ah! Das war's, ne? Ja. Naja, gut, habt ihr auch mal Elfmeterschießen gesehen? Also, auf jeden Fall ist das noch spielbar heute, aber es ist nicht gut. Also, wirklich nicht. Aber genau, das findet ihr sicherlich für mehr als kleines Geld und so gesehen, guckt euch das mal an. Jetzt wird es allerdings wieder interessanter und für mich auch wesentlich härter. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.